Netflix. No, Netflix. Seid gegrüßt und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr hattet gute Weihnachten gehabt. Ich muss sagen, ich hatte das beste Weihnachten überhaupt. War sensationell. Ich hoffe, ihr habt das neue Jahr und Silvester gefeiert. Unter anderem hoffentlich mit der Familie. Ich zumindest habe mit der Familie gefeiert. War ein sensationeller, schöner Abend. Ja. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ja, das Jahr 2023. Ich glaube, das wird ein sehr überraschendes Jahr sein. Uns erwarten sehr, sehr viele Sachen in diesem Jahr. Oh man. Ich werde auf jeden Fall einige Konzerte noch besuchen. Ich weiß nicht, ob ich zu dem Oxymoron-Konzert fahren werde, weil an dem Datum, an dem das Konzert stattfindet, passt mir eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. So. Deshalb weiß ich gar nicht, ob ich auf das Konzert fahre. Naja. Einige von euch haben schon lange mich darum gebeten, ein paar Songs von Diana anzuhören. Und deshalb fangen wir dieses Jahr damit genau an, beziehungsweise was haben wir denn heute? 2. Januar. Am 2. Januar fangen wir damit heute mal an, ein Video von Diana zu schauen. Ein neues Video, unter anderem, welches vor 2 Tagen rausgekommen ist. Ich freue mich mal, dieses Video zu schauen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ja? Ich sag euch ehrlich, weil viele sagen das zu mir, dass ich die Videos immer vorausschaue und so weiter und so fort. Eigentlich gar nicht. Ich bin erst heute Morgen nach Hause gekommen. Ich war die ganzen Tage unterwegs, habe mir keine Videos angeschaut, habe mir nur die Kommentare bei mir durchgelesen, ein paar, und habe mir ein paar Kommentare rausgesucht und unter anderem in den Kommentaren die Empfehlung zu dem neuen Video. Deshalb schauen wir uns das mal an. Oha, okay, ich sehe schon, es wird ein qualitatives Video, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Wo ist das denn? Wow, sieht das schön aus. Dieses Gebäude hier hinten sieht schön aus. Чёрные крыла полосой, но лебеди дали мне своё крыло, чтобы всё прошло, чтобы в этой жизни стало просто светло. Я начну с чистого листа. Endlich! Ich freue mich endlich, dass sie ein gutes Video gemacht hat. Ja, ich hoffe, sie hat ein neues Management, ehrlich. Die Frau braucht ordentliche, qualitative Videos und ordentliche, qualitative Musik. Und dir, das bekommen wir jetzt endlich. Ich glaube, darauf haben viele gewartet. Ich verstehe, es soll ein Weihnachtssong werden. Es ist ein Weihnachtssong. Deshalb diese Melodie und so weiter. Ich muss sagen, ich finde den Song sogar besser als den, den ich gehört habe von Igor Krit und Limba, glaube ich, und so weiter. Also, ich finde den viel interessanter. Ich
Ich sag euch ehrlich, genau das habe ich gewartet, auf darauf habe ich gewartet, auf so ein Video. Es macht Spaß zuzuschauen, wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach interessant, auch mal ein Video von Diana zu haben, welches zeigt, wie sie sich auch entwickelt irgendwo, ja? Beziehungsweise, es gibt ja keine richtigen Videos von ihr, also nicht in dieser Qualität, ja? Es gibt Song, glaube ich, Contest, da hat sie teilgenommen, wenn ich mich nicht täusche, und so weiter und so fort, aber es gibt nicht, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber normalerweise ein Artist, der so eine tolle Stimme hat und so toll singen kann, braucht eigentlich tolle Videos, was soll man dazu sagen, außer das. Du meinst wohl, dass wir между строчками, да и нет, я дарю вам свой кукерак. Und man sieht auch, sie hat Spaß an diesem Video. Man sieht ja, wie viel Spaß sie macht, so ein Video zu machen. Ja? Man erkennt das an der Gestik, an der Mimik. So, wenn ein Artist ein Video dreht und dabei Spaß hat. So. Das freut mich auch zu sehen irgendwo, als Zuschauer. Yeah. Я начну с чистого листа и придумаю свой рассвет. Только вера и чистота между строчками. Geil, ich freue mich, dass sie endlich mal ein Video gemacht hat. Hä? Habe ich das Video? Ein Fotoshooting mit Diana? Achso, das ist Fotoshooting. So eine Artist wie sie braucht einfach solche Videos. Sie braucht eine gute Production, die so ein ganzes Paket macht, ja? Dass die Songs performt oder sogar gibt es ja Songs, die sie nachsingt, ist okay. Aber nichtsdestotrotz, wenn so ein Artist, der Millionen von Zuschauern begeistert hat, ja, unter anderem im Fernsehen, braucht einfach schöne Videos, die einen unterhalten können. Ganz einfach. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.